Zombie Apocalypse. Jo. Hallo, willkommen wieder auf unserer Alpen, unserer kleinen Alpenfarm. Hallo. Und mit dem Alois, Hallo. Michael, Sepp und dem Kevin. Oh ja, ja, ja. Und wir haben jetzt Montagabend und freut euch der Dinge. Letzter Stand war ja das kleine Unfallchen quasi an den Bahnschienen. Der Umkipper, und das haben wir alle soweit geregelt gekriegt. Und jetzt geht's weiter mit dem Feld. Lasst euch überraschen. Ja, Umkipper, apropos Umkipper. Da steht's ja, der Umkipper. Ach nee, da steht er. Der ist oben. Hast du vorhin nicht gesehen? Bist du wieder blind gefallen? Würde ich die Sonnenbrille mal abnehmen? Ihr habt eine Idee für den? Nee, lass ihn. Also, wenn ihr eine Idee was für einen Kevin habt, wenn ihr. Ja, dann rufen wir mal an. Genau. Wieso ist da Beifahrer drin? Ach so, okay. Ja, dann. Also. Also nehme ich den hier. Soll ich denn den Kevin mal anrufen? Ja, dann bimm ich mal Kevin an. Kevin? Kommst du mal runter zum Feld? Ja, wir haben eine Überraschung für dich. Jetzt komm, stell dich nicht so an. Gut, dann avanti. Sepp sagt, kannst du hinterher immer noch fertig machen. Hui! Das Ding geht aber ganz schön ab. Zum Feld hier unten, wo wir gedrescht haben. Ecke? Jo, haben wir. So. Komm einfach zum Feld. Ja, auch 12. Ja. Ja, pass auf, ich dreh mal eben. Oh. Na komm, fahr mal vor. Und
dann zeigen wir dir das. Und zwar der hier, wo dein Papa drin sitzt. Der ist so besonders. Nee. Wolltest du ja haben. Du willst? Dann sag mal bitte. Na, geht doch. Ja, komm. GPS ist an, kannst du loslegen. Das Teil hat nämlich GPS, Kevin. GPS. Bei mir geht's. Ja, aber der hat GPS, Kevin. Ja, aber für den Kevin. Ne, wir hatten alles, er hatte noch ein Funknavi. Ja, komm, fahr weiter. Das ist nur, weil der Michel hier falsch gesät hat. Gemacht hat. So, mach fertig. Ja, sehr schön. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie sieht denn unser Feld dann jetzt aus? Haben wir denn da jetzt auch schon eine Düngestufe drauf? Tatsächlich. Ja, krass. Ja, so ein paar Ecken, also. Ja, nicht übel, also. Gefällt mir. Und? Kevin, was sagst du? Jo, leise, schön, umweltfreundlich. Und kostet? Naja, das umweltfreundlich lassen wir mal so im Raum stehen, ne? Und kostet? Auch weiß ich so nicht, müsste ich im ja, Katalog. Ich habe ja den gucken. Katalog hier liegen. Ich habe mir den ja gerade mitgenommen bei euch. Ah, siehst du. 49.500. Das ist spottbillig, oder? Für einen nagelneuen Schlepper mit Garantie musst du bringen. Für einen nagelneuen Schlepper mit Garantie? Das ist ein sehr teurer. Ja. Das ist ein sehr teurer Rasierer. Aber du kriegst von uns umsonst, wenn du so einen holst, natürlich eine Tasse Kaffee dabei. Michael, halt doch mal die Backen. So, was krieg ich dabei? Mit Sepp können wir nichts verdienen. Sepp, was kriegen wir umsonst dabei? Eine Tasse Kaffee. Sepp. Die Ladestation dazu. Die kann ich euch zusagen. Eine Ladestation? Den ersten Schlepper, der hier verkauft wird, haben wir gesagt, zumindest das, der Zulieferer sichert uns das zu, dass das umsonst ist. Und das geben wir gerne an die Kunden weiter. Jetzt habe ich ein Problem. Das ist euch schon bewusst, ne? Nein, Sepp hat gelogen. Sepp, jetzt habe ich ein Problem, erste, das weißt du, ne? Die erste Ladestation gibt es für kostengünstige 25.000 Euro. Stimmt ja gar nicht, die kostet ja schon 250.000, 250, also... Ja, das ist der Rabatt. 250 Euro. Nee, 25.000 kostet die erste Ladestation nur. Ja, nix ist zu 25.000. Also, jetzt habe ich trotzdem ein Problem, ne? 400.000. So, jetzt bin ich mal dran, Michael, Ruhe. Heute Gosch. Also, nochmal. Jetzt habe ich ein Problem, das ist euch jetzt bewusst, ne? Ben?
ist auf dem Feld, sitzt auf so einem kleinen Trecker und heißt Kevin. Das ist mein Problem. Ich weiß jetzt schon, dass der mir gleich in die Ohren hängt und sagt, Papa, 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 kaufen wir den, kaufen wir den, kaufen wir den. Habe ich recht, Kevin? Du bist mein Sohn, du kennst mich. Ja, auch immer der ist ja auch immer eine Sache, so geldtechnisch, ne? Weil man nochmal eben einen neuen Schlepper, ich meine, ihr habt jetzt so viele Kosten schon gehabt. Wir müssen mal langsam Geld verdienen. Aber ich hätte noch eine Idee. Aha. Wir müssen nämlich gleich noch, jetzt muss ich mal selber gucken. Kevin, was ist denn mit dem Feld 4? Was ist denn damit? Da kann nichts mehr drauf, ne? Dünger, gedüngt? Ja, ist das, naja, gedüngt ist auch schon voll. Meine Güte, gibt's da nicht. Hast du wieder volle Arbeit geleistet, was? Ey, so wie du. Was? Also mein Freund, wenn du nicht willst, dass ich dir deine Ape und den Güldner abnehme und dass du demnächst zur Schule läufst, ne? Dann jetzt mal ganz vorsichtig. Dann bin ich ja mal gespannt, wo du Elfriede und Günther noch hinstellst. Wo ich wen hinstelle? Elfriede und Günther. In meinen Stall, nicht in deinen. Du hast nämlich keinen. Ach. Fang jetzt nicht damit an. Denk dran, sonst 3 Wochen Stubenarrest. Ach, zum Glück kann ich ja noch Farming Simulator spielen. Ja, dein Internet ist dann gekappt, denk dran. So. Ich kenne einen guten Trick. Das WLAN-Passwort ändern und für bestimmte Aufgaben das Passwort wieder freigeben. So, wenn er nicht will, dass ich das ändere oder dass ich ihm die App wieder aktiviere, die er mal als 5-Jähriger drauf hatte, dann wird er, glaube ich, gleich ganz lieb sein. Weil dann wird ihm nämlich alles gesperrt und dann hat er nur noch ein paar Minuten zum Spielen. Nicht wahr, Kevin? Was? Ich habe gerade ein Piepsen im Ohr gehabt. Ja, nee, ist klar. Und wie ist der Teil? Klein und knuffig und lang. Da hast du Spaß dran, ne? Ja. Ja. Ich glaube, du musst den Kevin mal mit deinem fahren lassen, damit er mal was sieht, was ein Motor bedeutet. Ich glaube, das können wir mal. Ich glaube, ihr kriegt den gar nicht mehr runter von dem Truck. Von dem Rigi-Truck. Wie voll ist denn der Akku noch? Geht er noch, oder? Also gehen tut er nicht, er fährt, aber er ist noch voll. Krass. Kevin! Oh, ich hab grade erfahren, dass die Ladestation leider nicht mehr gratis ist. Ja, so schnell kann's gehen. Michi, die zahlt ja gerne von seinem Taschengeld. Doch, wenn er die bezahlt, kein Problem. Ja, Kevin, das war's mit deinem E-Trecker. So ein Pech, wa? Aber du müsst mir eine Rampe rauf von unten nach oben ins Kinderzimmer und stehen ins Kinderzimmer und machen an die Ladestation. Also an ganz normale 220 Volt. Ja, also mit Handy-Ladekabel und 220 Volt ist das bei dem nicht getan. Also wir fangen garantiert nicht an zu prutschen. Nee, aber zu fuschen, hast du deinen Sohn gehört. Wir sehen den jetzt schon, wie der Trecker irgendwo bei euch auf dem Hof steht und abbrennt. Ja, ich auch. Ja, Kevin, das muss ich mir überlegen, das weiß ich noch nicht. Da kannst du noch so viele mir in den Ohren rumheulen, aber nee, das muss ich mir echt überlegen. Ob wir das machen sollen. Vor allem, ob ich das für dich mache. So frech, wie du bist.
Ach ja. So, was mache ich denn jetzt hier noch? Du kannst gleich hier nochmal den Riegi-Track fahren, wenn du möchtest. Nee, ich möchte hier den hier mal fahren. Ach, den alten neuen. Den Bührer, den alten neuen Bührer. Ja, ah, das ist ein Chat. Ich möchte mal einmal Bührer fahren. Wolltest du dann gleich mal den Riggi ausprobieren? Ja, gerne. Also ich muss wirklich sagen, dafür, dass das der mittlere ist, das glaube ich, den wir hier jetzt haben, ne? Der mittlere Riggi-Truck. Dafür, dass das der mittlere ist, verläuft der wirklich sehr gut. Michi? Ja? Wir müssen uns nachher mal kurz hinsetzen, ne? Okay. Wir müssen mal was austesten bei mir. Ah, wir sind Profis. Ich habe nämlich noch eine Überraschung für alle da draußen. Okay. Ja. Und zwar ab dem 1.12. ist ja dann, ne, Adventszeit. Und ich muss gleich noch eine zweite Kamera installieren bei mir auf dem Rechner. Ich habe ja noch die alte PlayZ-Cam hier. Und ja, ich würde sagen, lasst euch dann einfach mal überraschen, was es dann noch so Schickes gibt. Bei mir läuft er nicht. Was, wieso? Was macht er? Gar nichts? Gar nichts, null. Lass mich mal einsteigen. Komischerweise. Jetzt? Okay. Merk schon. Ja. Und das habe ich nicht gedacht. Ach, nicht schlimm. Ich habe als an die Schaltung gedacht und habe als umgestellt. Aber nicht an CBS. Okay, ja, macht ja nichts. Na, da seid ihr auch gekonnt aneinander vorbeigefahren, wa? Ja, geradeaus schon. Was? Ich glaube, der Akku stimmt, der fährt einfach rückwärts. Spiel nicht am GPS rum, lass es. Ich mach gar nichts. Ah, warte, ich hab eine Lösung. Geht doch. Ja. Hast du wieder auf Gangschaltung umgestellt, ja? Du weißt doch, du kannst das nicht. Deine Ab hat auch keine Gangschaltung. Nee, die hat ja nur einen Gang. Aber ich muss sagen, der Bührer, der gefällt mir, ne? Wir kaufen aber nicht noch so Oldtimer. Warum? Ist ja wohl... Ja, der Bührer ist echt gut, ne? Ja, der hat gut, der zieht gut. Aber wenn dann... Du musst aber eins... Ich muss aber eins dazu sagen, der Bührer ist kein Oldtimer, der Bührer ist ein Youngtimer. Es ist ein neues Fahrzeug. Der ist nicht alt. Das ist eine neue Baureihe. Die ist einfach nur auf alt gemacht, hätte ich fast gesagt. Das sind Neufahrzeuge. Der ist wirklich Baujahr 2020. Ernsthaft? Ja. Krass. Dann würde ich aber auch mal sagen, wenn, dann kaufen wir den großen Bührer mit Kabine, ne?
Wir haben einen Fan, wir brauchen keinen Bührer. Ah, hast du gut gesehen. Ja, das kommt auch noch dazu. Du wolltest mich da jetzt verarschen. So, meine Lieben, aber ihr habt es gesehen, also wir haben jetzt hier echt viel getestet und also ich muss sagen, mein Fazit steht fest. Das sind coole Kisten eigentlich. Korrekt. Ich kam gerade nicht auf das Wort Kiste. Ich hatte cool im Kopf, aber Kiste war weg. Die Kiste war nicht da. Doch, also der Bührer gefällt mir, muss ich sagen. Auch was das Innen angeht, dass das auch von, ne, so schick alt ist und auf neu und eigentlich Baujahr 2020. Jo. Welches Fahrzeug, ganz klar. Ah, hi, H3 LDX. Das ist ein Ferrari Trustmaster GT. Liegt preislich irgendwo Einsteigermodell 50, 60 Euro oder so. Ungefähr. Ob es das aber auch im Markt gibt, kann ich nicht genau sagen. Ja. So. Aber hier, ja, der ist auch sehr schick. Der ist auch sehr, sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick. Ja. Aber meine Lieben, wir haben es schon wieder. Das war's schon wieder mit der Folge. Wir sehen uns am morgen Abend wieder. 18.15 Uhr. Die nächste Folge. Und danach 20 Uhr. Denkt dran. Ach nee, bei mir wird es später werden. Das heißt, wir müssen Dienstag später starten, da ich Spätschicht habe. Meine Lieben, ich muss ja auch noch arbeiten und dementsprechend kann ich erst so gegen 9, Viertel nach 9 anfangen. Ja. Auf Twitch, der Aufnahmestream. Genau, ihr könnt ja auch später. Vielleicht sind die beiden ja schon was eher da und zocken noch in der Regel was anderes oder genau, zeigen euch was und ich bin dann auf jeden Fall ab 9, halb 10 auf jeden Fall dabei. Dann nehmen wir nochmal wieder 3 Folgen auf. Ja, ich aber auch nicht ganz dabei sein, ne? So wie immer. Ja. Und dann schauen wir mal, wer dann noch dabei ist. Es tut mir leid, aber mein Zeitplan ist leider so. Ja, ist immer so mit der Arbeit. Also, bis morgen Abend. Haut da rein. Ciao. Tschüss. Falk? Du musst.